Ja. Und? Ach, leck mich doch. Na, Kumpelblase. Na, Kumpelblase. Komm, hau doch mal. Moment. Ich trau mich leider nicht hier runter, Wüger. Oder auf einmal was wagen? Entschuldigung, ich glaub. Ich krieg eine Erkältung. Na, ja, vielleicht höre ich mich ja dann hocherotisch an hier. So, im Garten könnten wir auch was pflanzen. Ach, ey. Ob wir sterben werden, wenn wir jetzt hier runtergehen? Wie gesagt, das ist ja hier nicht sicher. Die kommen hier irgendwie immer rein. Ich trau mich was. Flamme an. Ja, es muss schnell gehen, das trägt sich jetzt mit. Nein, die Flamme eigentlich nicht. Ah, scheiß drauf. Hier ist nichts. Okay, ab nach oben. Steck dein Feuerzeug wieder weg. Du hast ausgeleuchtet. Ja, hier muss ich auch zubauen. Das ist gar nicht sicher. Besonders wenn die Tür so weit aufsteht. Deswegen mache ich die immer gerne zu. Ja. Fisch. Wir gehen angeln. Die könnte ich auch mal anzünden, aber ist alles so. Risikovoll. Was ist eigentlich, wenn ich... Ich glaube, das ist hier die beste Stelle. Ich kann ja mal versuchen... Pfeil und Bogen. Entschuldigung, falscher Knopf. Ich dürfte nicht währenddessen andere Spiele zocken, die ich hier aber noch nicht reingestellt habe. Ich fühle mich erstmal Spieler. Schade. Ich dachte, das zündet das wenigstens an. So, schlägt er? Ja, er kommt klar. Ja, ich spiele gerade ein anderes Spiel und da überlege ich, ob ich das auch, naja, mit euch spiele. Ich musste erstmal selber gucken, wie das alles... Oh Gott, wo bin ich? Musste erstmal selber gucken, wie das alles funktioniert. Oh, lass mich überraschen. Das ist hier fast so ähnlich, auch so Survival Überlebenstraining. Aber nicht mit Mutanten, sondern mit Dinos, die man dann auch reiten kann. Und sich auch hier, wie hier, eine Hütte bauen kann, Holz sammeln, Steine sammeln muss. Naja. Aber ob das funktioniert mit der Aufnahme und mit der Grafik, das weiß ich nicht, weil die sehr anspruchsvoll ist, die Grafik. Und daher Forest hier schon so ein bisschen... Naja, nicht einmal frei läuft, glaube ich mal, dass das... noch schlimmer wird. Hallo? Ja, hallo? Ich hätte gerne eine Leuchte. Ich weiß, ich habe auch eine Taschenlampe, aber ich möchte Batterien sparen. Wir sind da. Ich habe zwar noch nie die Taschenlampe leer gemacht hier. Ich weiß auch gar nicht, wie macht man die Batterien rein. Es ist dunkel. Was haben wir denn hier? Wir haben Schädel, wir haben Duster. Wir sollten uns hier unten ein paar Fackeln hinstellen. Hm? Ist nichts. Ah ja, ich hier schon wieder eine Virginia. Oh, wo bist du? Mein geiles Stück. Wo? Es ist so dunkel hier. Ja, wenn es Tag ist, dann werden wir hier uns auf jeden Fall ein paar Leuchten hinstellen. Das sieht gut aus. Hey. Und hast einen Pilz gefunden? Ich muss nach Hause. Mich fröstelt's hier schon wieder. Der Hintern friert mir wieder weg. Und das wollten wir ja auch noch machen. Ach ja, die gute Abkürzung. Naja, Bäume haben wir. Wir haben so viele Bäume.
Und so viele nette Nachbarn. Die uns daran hindern. Ansonsten wären wir ja sowas von schnell fertig. Ne? Und die ja, Ausdauer. Die ja so rapide runtersauselt. Ich brauche nicht mehr schlafen bis für Tag. Und das ist auch ein bisschen störend wegen der Energieleiste. So, jetzt wird's lustig. Ohne runterzufallen, bitte. Ist das hier ein Buschwerk? Wisst ihr was? Das war beinahe daneben gegangen. Oh mein Gott. Es gibt zwei beschissene Stellen hier auf der Brücke. Wo man gar nichts sieht. Habe ich hier ein Seil? Ich hatte hier ein Seil. Da könnt ihr sagen, was ihr wollt. Ich hatte eins. Und da habe ich auch eins. Moment. Raus aus dem Inventar. Rein hier. Hör auf zu schlottern hier. Seil. Komm doch mal. Ja. Ach so. Runter. Ab nach unten, ab nach unten. Hier habe ich auch keine Leuchte. Naja, weil das hier mal hell ist. Unsere süßen kleinen schnuckligen Kerzen. So, wir wollten Koffer. Da rechts im Bild, da waschelt einer. Die riechen das, wo wir hinwollen, ne? Oha. Ich habe keine Lust, mit dir zu kämpfen. Ich bin ein Weichlein. Geh mal schön. Weg. Hallo Schildkröte. Ich lass euch leben. So. Ich habe mich ja anfangs ja auch, bevor dieses Update kam, 50 Mal umgeguckt. Hätte ich gar nicht machen brauchen. Oh, das war der Baum hier. Hätte ich gar nicht machen brauchen. Hat sich gar nicht gelohnt. Jetzt lohnt es sich. Dauernd zu gucken. Schmackofatz. Für mein Inventar. Nimm dir alles raus. So. Ich wollte gerade sagen, ja, und wenn jemand kommt, dann rennen wir einfach weg, aber die sind ja auch jetzt schneller. Ne? Oh Gott, wo kommst du denn her? Bist du ein Arsch? Sag doch vorher was. Ihr schreit doch immer, aber irgendwie... Wo bist du? Ach, da bist du. Diese schreien nicht, die sind eigentlich, aber ich hab drei, glaube ich, ja. Ja, wir haben doch nur einen gegessen. Na, komm schon. Ganz kurz gucken. Wieso nur zwei? Ich nehm den. Oh, ihr seid so viele. Ich will euch alle haben. Ich bin ganz alt. Oh, Alkohol. Alkohol. Lasst uns Bomben bauen. Wer damit? Kleingeld im Bauch und es hat wieder geruckelt. Ja. Ja, renn weiter. Du hast mich nicht gesehen. Du hast mich nicht gesehen. Um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Ich glaube, wenn es so weitergeht hier, dann brauche ich jetzt schon heiße Milch mit Honig für den Hals. Aua. So. Das kann er doch ausbuddeln und dann hier wegpaddeln. Fressen reinpacken und weg. Und da hinten steht auch einer. Ja. Ich würde ja jetzt gerne nach Hause rennen, die Luis. Oh Gott, der dreht mal völlig am Rad.
Die Loge anhängen und hier weitere fangen, weil. Ja, ihr seid ja so viele. Du bist mein. Na, komm schon. Und hier haben wir einen gut versteckten. Her damit, her damit, her damit, her damit. Du rennst. Du rennst. Boah, da ist ja noch einer. Auf jeden Fall, die sind doch neu. Die anderen sehen ja, na, die Standarddinger, die kennen wir ja, ne? Mit der Augenbinde, mit der Megataschenlampe, die kennen wir ja, aber die sind irgendwie nur, grau. Ich glaube, wir müssten mal zu deren nach Hause und, naja, ein bisschen aufräumen. Ihr seid zu viele. Vermehrt euch nicht so schnell. Ich habe mich noch nicht vermehrt hier. Ich bin ein Einzelgänger, nicht wahr, du dummer Lurch? Ja, bevor mir einer hier in den Arsch tritt, gehen wir lieber auf. Oh Gott, da ist auch wieder einer. Auf meine Brücke. Ich bin so stolz auf meine Brücke, du kleiner Arschkeks. Da ist Virginia rechts im Bild. Die taucht gerade ab. Weg ist sie. Ich gehe nach oben. Ich leg sie echt drauf an. Und meine Energieanzeige ist ja schon. Was ist eigentlich, wenn die total unten ist und du krabbelst hier das Seil hoch? Ob er sich denn fallen lässt, dieser Idiot? Hör auf zu schnaufen. Wir haben gar nichts gemacht. Wir waren nur Koffer knacken. Wie wird denn das, wenn er richtige hammerharte Arbeit hier macht? Schlimm. Ja, bäh, ich hab dich auch gesehen. Bäh, mal weg hier. Es hackt total. Der Gute hat Durst. Er hat getrunken. Der Gute will einen Fisch. Kriegt er. Gesunde Ernährung. So, wir wollten eine Fackel aufstellen, da hinten eine Kerze. Und vielleicht kommen wir ja dazu, noch ein, zwei Bäume zu fällen, bevor es dunkel wird. Ey, so ruckelt denn hier auch zu ruckeln, du Sau. Du Arschloch! Hörst du auf? Ich dachte, die machen. Das ist unfair. Ey, das ist doof, Leute. Das ist richtig scheiße. Da muss ich ja. Ich brauch die Brücke, du dummer Sack. Wieso? Ich dachte, die schlagen nur da, wo man sich aufhält. Nein, falscher Knopf, ey. Ich darf nicht andere Spiele spielen nebenbei. Brenn! Arschloch. Ich kann doch hier nicht. Komm, das war doch nur Pfeil. Hör auf zu ruckeln. Ich kann doch hier nicht. Meine ganzen Bauteile hier abgehen und gucken, ob die noch auf dem neuesten Stand sind. Das ist doof. Kann ich das von oben machen? Ich glaube, wir sollten uns ganz schnell, so schnell wie es geht, ein Haus im Wasser machen, in dem See. Das ist ja schon wie so was Feuchtes hier. Die Gute ist schnell unterwegs. Ja, bei den vier Beinen, ne? Wer vier Beine hat, der muss schnell unterwegs sein. Geht gar nicht anders. Ja, ich hätte auch gern vier Beine. Naja, wie gesagt, das ist schlecht. Wenn die einfach mein Haus sehen und gegenschlagen, so.